Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein DM-Haul für dich, denn ich war bei DM online shoppen, weil ich doch eine ganz spezielle Sache gerne haben wollte. Ja, und am Ende des Videos gibt es auch noch eine Verlosung für dich. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Und zwar habe ich mir mal wieder ein paar Duftkerzen gegönnt, denn meine Duftkerzen brennen hier ja ständig und brennen dann auch dementsprechend runter. Ich habe einfach mal zwei kleine Duftkerzen mitgenommen von Airwick. Die finde ich super schön. Das ist einmal eine kleine Kerze mit Vanille und braunem Zucker. Da riechen wir doch mal dran, denn das kannst du natürlich online nicht, sondern du musst dich darauf verlassen, dass die Qualität so ist, wie du sie kennst. Und sie riecht intensiv und geil nach richtig schön pflegendem Shampoo. Wirklich. Ach, es riecht wirklich toll. Und ich finde es ganz süß. Das ist so zum Zuschrauben. Und da steht Dankeschön drauf. Und das finde ich ganz niedlich. Kann ich entweder für mich hier zu Hause verwenden oder so als Zugabe von einem kleinen Geschenk oder so. Dann habe ich hier auch nochmal eine mit Sommerblumen. Und da steht drauf von Herzen. Herrlich. Ja, und die riecht halt einfach nach Sommerblumen. Richtig schön blumig. Oh, mag ich gerne. Dann habe ich hier von Profissimo ein Rosenduftglas mitgenommen. Das sieht so aus. Und als ich den Karton geöffnet habe, kam mir der Duft schon direkt entgegen. Es riecht so, so gut nach richtig schöner Rose. Oh, das riecht so natürlich. Und jetzt ist der Lippenstift dran. Ja, es ist echt toll. Und es ist riesig, ne? Und die von Profissimo, die finde ich gut. Die riechen nicht so intensiv, aber die riechen schon, ich finde sie gut riechend, ja. Ne? Dann habe ich noch zwei Kosmetiktücherboxen gekauft von Evelyn. Du kannst dir da leider nicht das Motiv aussuchen. Da wurde mir dann einmal dieses Motiv geschickt. Hier ist es einfach grün. Das kann ich gut für den Wohnzimmertisch verwenden, weil das halt recht neutral ist. Aber ich finde, dass die Blumen da drauf sehr schön sind, beziehungsweise die Palmen und die Pflanzen überhaupt. Ne? Und hier steht drauf Good Vibes. Das finde ich auch schon wieder ganz schön. Sowas mag ich. Und die zweite, die mir geliefert wurde, ist hier. Da hast du den Big Ben drauf. Die Tower Bridge ist hier abgebildet. Das weiß ich nicht. Das kenne ich so nicht aus London. Ich war, als ich in der 5. Klasse war, mal dort. Dann so eine klassische Telefonzelle. Ja, finde ich ganz niedlich. Und hier oben so einen kleinen Ausschnitt vom Stadtplan von London. Das ist doch auch ganz niedlich. Und dann habe ich als letztes Haushaltsprodukt mitgenommen einen neuen, ein neues Waschmittel von Perwoll. Das kenne ich noch nicht. Perwoll Care and Refresh, optimale Faserpflege, geruchsneutral mit Deo Tech, bis zu 24 Stunden Frische während des Tages. Das finde ich auch ganz gut. Während des Tragens, nicht während des Tages. Dann riechen wir mal dran. Ja, das riecht richtig, richtig schön geil. Nach frisch gewaschener Wäsche und ja, habe ich mitgenommen. Ich finde es immer praktisch, wenn man online bestellt und es nicht alles schleppen muss. Dann habe ich ein Produkt mitgenommen, was ich jetzt auch demnächst in meinem Aufgebraucht-Video haben werde, denn ich habe es lieb gewonnen. Das sind so Regelschmerzpflaster und Leute, wie geil ist das bitte? Oder ich hatte das schon in meinem Aufgebraucht-Video. Doch, ich habe es, glaube ich, in meinem März-April-Aufgebraucht-Video gezeigt. Das sind einfach Pflaster. Klebst du dir. Ja, hier ist es jetzt auf der Unterbüchse von der Lady, aber ganz ehrlich, meine Unterbüchsen, die sitzen immer sehr tief und dann klebe ich mir das lieber so auf meinen Drunterziehtop. Ich habe hier zum Beispiel ja auch einen Top drunter, ne? Und dann klebe ich das einfach von außen auf meinen Top drauf. Dann kannst du drüber halt wie jetzt dieses Kleidchen anziehen oder einfach ein T-Shirt oder ein Pulli und ja. Das ist dann wirklich für den ganzen Tag und es ist so angenehm, wenn ich im Büro sitze und da halt nicht irgendwie eine Wärmflasche rauspacken muss oder so, sondern wenn ich einfach diese Dinger nehmen kann, die sind halt so schön unsichtbar. Ja, finde ich gut. Bin ich auf meine nächste Erdbeerwoche vorbereitet. Auch wieder nachgekauft habe ich mir von Balea die Gut 10 Antifalten Augenpads. Die mache ich mir wirklich gerne drauf, wenn ich aus der Dusche rauskomme oder morgens oder so. Einfach mal so ein bisschen die Augenpartie so ein die Ermüdung wegnehmen, das ist echt angenehm und ich finde die wirklich gut, deswegen nachgekauft. Dann habe ich mir noch ein neues Deo gekauft von Nivea, das ist eine Limited Edition Take Me to Bali mit 48 Stunden, ja, aber das sowas glauben wir natürlich alle nicht. Ich wollte es aber mal riechen, denn ich habe es ja nicht gerochen. Ich sprühe das jetzt einfach mal in die Luft.
Oh, das riecht schön. Das riecht richtig schön floral. Und guckt euch mal drauf, wie schön das hier aussieht, ne? Das finde ich toll. Oh, mega guter Duft. Doch, das gefällt mir. Das ist ein schöner Sommerduft. Schön blumig und erfrischend und pudrig und... Und das ist ein Lotusblütenduft, steht hier auch drauf. Ja, der gefällt mir. Mega geil. Im Sale hatten die, da wurde ich auch von einer lieben Abonnentin drauf hingewiesen. Vielen, vielen Dank. Von Desange, die Shampoos und Spülungen. Und da habe ich zugeschlagen. Also ich habe mir einmal die Shampoo, die Anti-Breakage Defense, so mitgenommen. Und dann dazu passend dann auch noch die Pflegespülung. Naja, auf jeden Fall hatte ich davon mal so eine Probe von einer Kur, glaube ich, und ich fand das super gut. Und das ist für brüchiges und geschwächtes Haar. Meine Haare sind jetzt nicht irgendwie brüchig, aber sie sind halt, wie sie sind. Ne? Sie sind empfindlich und sie brauchen Pflege und das kann ich gut gebrauchen. Ja, und es riecht auch einfach so schön süß. Oh, ich mag das. Mit purem Gelee Royal Honig. Oh, nom nom. Ja, richtig gut, da freue ich mich drüber. Dann habe ich mir von 183 Days, das ist ja diese Marke, die alle 183 Tage ihr komplettes Sortiment wechselt, das Fix and Summer Glow Finish Spray mitgenommen. Wollte ich mal ausprobieren, weil ich fand dieses Häschen so geil. Es hat einfach eine Sonnenbrille auf, ne? Ja, gefällt mir. Freue ich mich drauf, das zu verwenden. Ja. Dann habe ich, aua, ich habe eben meinen Finger verbrannt und ich glaube, da entwickelt sich gerade eine Brandblase. Au, ich habe nämlich die Kerze da vorne ausgetauscht und da ist unten Metall drum zu und ich bin dran gekommen, ne? Das war schon dämlich. Naja, jetzt habe ich eine Glowbox mir gekauft und das ist die Cherry Glowbox. Es gab nicht mehr die Melonenbox, die hätte ich nämlich sehr, sehr gerne gehabt. Da habe ich mir die Box mitgenommen und das war eigentlich auch der Grund, weswegen ich bestellt habe. So, weil ich die einfach haben wollte. Ich wollte so ein bisschen Glow-Feeling, weil ich war nicht auf der Glow und dann wollte ich mir so ein bisschen Glow-Feeling nach Hause holen. Und die gab es halt noch. Und da gucken wir doch jetzt mal zusammen rein, was da so drin ist. Ich meine, es stand auf der Homepage, aber ich wollte es euch einfach nochmal zeigen. So sieht das aus. Da hast du diese Maischips drin, diese Flocken in rosa, was ich schön finde. Hier ist ein Tee mit drin von Mesmer, Holunderkirsche. Das ist richtig lecker. Ich mag sowas so gerne. Deswegen freut mich, dass ich das hier mit drin habe. Ja. Ein Produkt, was ich jetzt wahrscheinlich weitergeben werde, ist von Trended Up Double Volume in Shine, so ein Nagellack. Ne? Also da muss ich wirklich sagen, ich benutze ihr Nagellack nur auf den Füßen, deswegen brauche ich den nicht. Dann ist hier ein Glanzshampoo von Naturschön von Alverde Naturkosmetik mit dabei in der Geruchsrichtung Kirsche. Und das ist doch mal jetzt was für ein Frühling, für einen Sommer. Und ach, ich freue mich darüber. Ich mag Kirschgeruch einfach richtig gerne. Ja. Riecht dezent nach Kirsche. Und jetzt habe ich das an der Nase. Das ist ja nicht so schön, ne? Naja, aber freue ich mich drauf. Ich mag vor allem diesen Pumpspender, ne? Das finde ich auch super praktisch. Dann ist von Batiste ein Trockenshampoo Fruity and Cheeky Cherry mit drin. Da muss ich mal gucken. Also ich benutze jetzt ja nicht unbedingt Trockenshampoo, jedenfalls nicht so oft. Aber ich wollte das mal probieren, weil es einfach Kirschgeruch ist. Und das mag ich. Ein Blush ist mit drin von Catrice Break the Rules. Das ist in der Farbe 050 Burgundi. Und ja, den finde ich interessant. Der soll waterproof sein. Riecht nach nix. Hui, der sieht aber dunkel aus. Ei, 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 ei. Ja, doch, der sieht wirklich dunkel aus. ja, aber wir kommen damit bestimmt klar. Dann ist hier noch so von Maybelline ein Lippenstift mit dabei. Farbe 547 Pleasure Me Red. Color Sensational. Und ja, wenn das wirklich so geil rot ist, das ist natürlich heftig. Oh, der riecht auch süß. Der riecht gut und ich bin schon wieder an meine Nase gekommen. Ah, naja, so sieht er auf jeden Fall aus. Und dann gucken wir mal wieder hier auf dem Arm. Wow! Ja, das ist ein schöner kirschroter Lippenstift, ne? Mega geil. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und last but not least ist hier ein Labello mit drin. Auch wieder so ein Kirsch-Labello-Lippenpflegestift, ne? Passend halt zur Box. Also ich finde diese Box toll. Ja, und deswegen habe ich sie mir auch gekauft.
Als nächstes habe ich so ein bisschen bei den Lidschatten zugeschlagen. Und zwar habe ich mir hier von Catrice aus dieser Schwestern-Edition Addicted to Exotic Fruits diese Palette mitgenommen. Die habe ich jetzt auch tatsächlich jetzt gerade eben für euch geschminkt und euch diesen Look damit geschminkt. Also der kommt morgen online, denke ich mal. Das ist eine ganz schöne Palette. Das heißt, ich konnte die jetzt auch schon für euch testen. Das fand ich dann auch sehr praktisch und sie sieht dann auch dementsprechend schon etwas benutzt aus. Ne? Ja, muss man sich die nachkaufen? Weiß ich nicht. Also die hat schöne Farben mit dabei, ne? Also Farben, die ich jetzt so nicht in anderen Paletten drin habe. Zum Beispiel fand ich persönlich dieses Jackfruit hier total super. Das fühlt sich so, so weich an. Das ist wunderschön, diese Farbe. Das ist im Prinzip ja auch die Farbe der Palette, ne? Es ist richtig soft und ließ sich auch schön verarbeiten. Was ich auch schön finde, sind halt diese beiden gepressten Pigmente. Das ist einmal Dragon Fruit, den habe ich auch verwendet. Und Honey Berry, den habe ich nicht verwendet, aber der ist auch wundervoll, ne? Also die beiden Farben hier fand ich auch super, super nice. Also das sind jetzt halt auch so, also die drei würde ich sagen, sind Farben, die ich jetzt nicht so in jeder Palette irgendwie mit drin habe. Ja, dieses Cucamelon, ne? Dieses Grüne fand ich jetzt total blöd. Das war nicht so schön pigmentiert. Ja, Pineapple habe ich als Highlight-Ton verwendet. Wie ihr auch auf meinen Augenbrauen seht, es ist schon krass geworden. Also das ist grün und gelb schimmernd, so ein bisschen changiert. Ja, Mango habe ich noch gar nicht getestet. Den kann ich jetzt mal swatchen. Oh, der fühlt sich aber schön an. Ja, das ist auch ein schöner goldener Ton. Oh ja, und der macht sich auch ganz gut. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mittlerweile auch relativ viele Goldtöne. Also von daher, am meisten interessieren mich diese drei hier. Ne? Das sind auch die, weswegen ich diese Palette gekauft habe. Und ja, haben mir auch am besten gefallen. Dann hat mich jetzt so langsam mal dieses Mrs. Bella Set im Herzen erreicht. Und zwar einmal das Pinselset und The Dark Side, die Palette. Habe ich mir gegönnt. Fand ich einfach schön. So, und wollte ich einfach haben. Also, ich möchte auch gerne zu der Mrs. Bella The Dark Side Palette einen Look schminken. Ich weiß, dass schon unfassbar viele das gemacht haben, aber ich wollte es trotzdem machen, weil ich die schön finde. Geil finde ich einfach, du hast hier so einen heftig coolen Highlighter mit dabei. Du hast einen schönen Blush mit dabei. Du hast diese Farben, womit du wirklich in viele verschiedene Richtungen gehen kannst. Ne? Da kannst du soft mit schminken oder du kannst halt intensiver werden, dunkler werden. Und ja, wollte ich auf jeden Fall mal austesten. Ja, und natürlich musste auch das Pinselset mit, denn es ist einfach wundervoll. Du hast da so schöne Pinsel mit drin, die du echt vielseitig verwenden kannst. Und ja, dieser Karton ist total schön. Das fühlt sich an wie Kunstleder. Das ist super nice. Es ist pink, es ist oder rosa vielmehr. Die Pinsel sind toll. Also die sehen auch echt gut aus, wobei hier gerade sich ein Haar löst, glaube ich. Naja, aber wir gucken uns die mal an und die werden auch auf jeden Fall getestet, wenn ich die Palette teste. Da freue ich mich schon mega drauf und es ist einfach schön. Ja, und das letzte Produkt, was ich für mich mitgenommen habe, ist von Catrice Quick and Easy Brush Cleanser Pot. Den habe ich auch schon getestet und finde ihn ultra toll. Du hast einfach in diesem Metallpöttchen so ein Schwämmchen drin. Dieses Schwämmchen ist trocken, also du hast da kein Wasser oder so dran, ne? Und das ist halt so ein spezieller Schwamm. Du könntest wahrscheinlich auch einfach so einen Insekteninferner-Schwamm nehmen, weil das die gleiche Struktur hat, ne? Also das ist schon so ein löchriger, etwas härterer von der Oberfläche Schwamm. Erinnert mich wirklich sehr an so einen Autoreinigungsschwamm. Auf jeden Fall kannst du das einfach so nehmen und dann mit dem Pinsel so da durchgehen. Also wenn ich jetzt so einen Pinsel genommen hätte, um meine Lidschattenfarbe zu verblenden und ich möchte eine andere Farbe verwenden, aber trotzdem diesen Pinsel nehmen, dann kann ich einfach hier so durchgehen und das Pigment abnehmen, sodass ja, der Pinsel dann wieder für den nächsten Einsatz einsatzfähig ist. Und wenn mir das Schwämmchen zu dreckig ist, dann kann ich das einfach unter laufendem Wasser auswaschen. Ja, mega cool. Habe ich endlich entdeckt und mitgenommen. Ich habe es so lange im Laden gesucht, aber ich glaube, das ist ein Online-Exclusive-Produkt. Weiß ich nicht. Habe ich bei uns nämlich im DM nicht gefunden. So, und das letzte Produkt, was ich gekauft habe, ist tatsächlich ein Verlosungsprodukt. Ich, ja, zeig's euch mal. Das möchte ich in diesem Video an einen von euch da draußen verlosen. Und zwar ist das von Dougie B. Eine Zusammenarbeit mit Got2Be. Das ist die Dougie B Box und ja, das sind verschiedene Produkte drin. Da hast du einmal ein extra frisches Trockenshampoo, dann hast du hier den Sprühkleber von Got2Be und ein texturierendes Salzspray, das du quasi dir Beach Waves oder wie auch immer so machen kannst. Ne? Ja, das ist hier mit drin. Was du dafür tun musst, um dieses Set zu gewinnen, steht alles in der Infobox. Normalerweise sind bei mir Verlosungen immer so 4 Wochen und ja, genau, das kannst du gewinnen.
So, ihr Lieben, das war schon mein DM-Haul. Ist dieses Mal nicht allzu viel gewesen, weil ich auch nicht so viel brauchte. Das eine oder andere wollte ich einfach nur haben, deswegen habe ich es mir geholt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!